Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen immer noch, das muss ich kurz überlegen, Sonnenstrahlen im Finsternis, nee, ja, Sonnenstrahl in der Finsternis, Mensch, richtig gemerkt. Das Szenario der Woche und wir haben hier das Stufe 8, den Stufe 8 Kreuzer mit Alle Mann Captain auf Ivan Gefechtsstation! und ja, hübscher Dampfer, gerade hier mit dem Auge. Auf Y haben wir diesmal, dass wir ein Viel Glück, Heinz! verbessertes Radar haben auf 15 Kilometer zum Erkennen des Feindes. Und auf T ist, glaube ich, ja, ist, dass wir schneller nachladen können. Unsere Hauptbatterie hat eine Reichweite von 11 Kilometer, also dick, um einiges weiter als hier von der Magnu S. Und ja, dafür sind die Torpedos nur eine Erreichbarkeit von 4 Kilometer. So. Wir haben diesmal einen Flugzeugträger dabei. Das heißt, wir können diesen Gorgon mal vielleicht töten. Das ist, glaube ich, der feindliche Flugzeugträger als Nebenmission. Ja. Hat es bisher noch nicht geklappt, den zu eliminieren. Der Meinung, da braucht man einen Flugzeugträger für. Oder ein Schlachtschiff in der Nähe. Ich fahre jetzt auf die falsche Seite. Vielleicht hätte ich doch mal nach links fahren sollen. Ich würde sagen, wir drehen schon mal. Ja, da sind schon einige verwundet. Der Igor und der Jackal. Fast im Eimer. Na, fährt nochmal nach. Oh, komplett daneben. Nächste muss sitzen. Komm, 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 komm. Er lebt ja noch. Wir müssen aufpassen, weil hier spawnen ja die Schiffe. Quasi in diesem Nebel. Und wir müssen weg. Raus da. Feuer, 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 Feuer. So, jetzt können wir vielleicht. Oh, wir müssen eh ein bisschen drehen. Jetzt knutschen wir gleich unseren Kollegen. Okay, das ist weg. Auf die Torpedos ist es einfach zu weit weg. Oh, da ist aber was. Aber das ist unser Kumpel. Da möchte ich jetzt keine Torpedos hinschießen. Wo fährst du hin, Junge? Also hier hinten kommt irgendwo der Gorgon. Jetzt kommt er weg. Okay, hat er. Er ist weggekommen. Ja, schade, nicht ganz getroffen. Ich möchte ja mal schon die Torpedos losschießen, aber 4 Kilometer halt, ne? Seine Antwort. Aber den soll man so kriegen. Genau. Ups. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt.
Wollte ich nicht. Oh, jetzt habe ich ja ganz aufgehört, Gas zu geben. Gibst du kein Gas mehr? Gib Gas! Jetzt hätte ich die Torpedos in die Mitte schießen sollen. Feuer, Feuer, Feuer! Und ich muss wieder bremsen, weil ich wieder nicht geguckt habe. Und weiter. Hier irgendwo ist die Gorgon und die bleiben auch extra drin, deswegen. Wir drehen die Kanonen. Jetzt mache ich mal Reichweite, vielleicht sehen wir ihn da hinten. Kommt auf jeden Fall ein Torpedobötchen. Die hat eine Reichbarkeit von 11, ne? Das heißt, ah, hinten ist er. Schade. Sie hat alle zu weit weg. Ich auch. Boah, das gibt's nicht. Ich komme nicht hin. Aber egal, hier vorne ist gerade Action. Das ist viel wichtiger. Drei Türme stehen noch. Komm, 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 komm. Oh. Los, 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 los. Ach gut, der ist weg. Nächstes Ziel, der ist weg. Der ist auch weg. Ach toll. Dann fahre ich gleich wieder an die Grenze und gucke. Ey, der ist einfach zu weit weg. Keine Chance. Flugzeugträger sich um die Gorgon kümmert. Aber es kann natürlich sein, dass er auch nicht reinfliegen kann. Ein Turm haben sie zerstört, einen dürfen sie auch zerstören, ist alles ist okay. Immer noch 11. 12, und meine ich. Ich habe am Anfang der Runde gesagt, wir brauchen es nicht, ne? Hallo, er kommt da nicht mehr hin. Der verreckt vorher. Schnell nachladen. Feuer, 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 Feuer. Außer der Sichtweite. Scheiße. Scheiße. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Die haben es richtig gemacht. Die müssen drinnen bleiben im Nebel. Und einer... Da ist er ja. Ich feuere auf, auf das eine oder andere da. Ah, Torpedo, das haben wir nicht. Ah, versuchen uns zu drehen. Zu drehen, zu drehen. Machen wir Reichweite.
Ah, wir haben keine Unterstützung mehr. Wir sind quasi nur zu... Los, schnelleres Nachladen. Ich will den Gorgon haben. Los, 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 los! Aus, einfach zur Ablenkung. Und weiter. Löschen. Feuer, 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 Feuer. Los, 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 los. Herr Glück, da noch einen zerschossen. Eine halbe Minute haben wir noch. Wenn wir noch so lange leben. Los, 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 verdammt. Lad nach. Gorgon zerstört. Nächstes Ziel. Keine Torpedos. Ach, kack die Wand an. Feuer, 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 Feuer. 4 Sekunden noch, 4 Sekunden noch, 4 Sekunden noch. Yeah, Mission complete, ihr Motherfucker. Da freue ich mich wirklich. Super. Jetzt müssen wir alles gepackt haben, oder? Alle 5 Sterne. Hallo? Spann mich nicht so auf die Folter. Hallo? Ja, hier sehen wir es. 5 Sterne. Warum hat er mir jetzt das Endbildschirm nicht gezeigt? Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ja. Also das hier gefällt mir deutlich besser, das Schiff, als hier diese Magnu S. Aber ich will das Schiff jetzt nicht schlecht reden. Das macht schon seinen Sinn, weil das kann ja im Nebel stehen und ich halt nicht. Und ich habe es aufgeklärt. Das hat doch Sinn gemacht. Ich dachte eher, das ist eher, das bringt nichts auf diese Entfernung, weil die beiden Süßen hier diese Magnum S hatten, die konnten dann sehen, wo es ist und in die Richtung fahren. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie angerichtet haben, aber wie gesagt, der Schaden hat gereicht, damit ich da noch draufholzen kann. Aber schade, ich hätte gerne mal geguckt, wie viele Punkte ich gemacht habe. Ja, wie das ist, mit den kleinen Schiffen zu spielen, weiß ich nicht. Den habe ich selbst noch nicht, bin ich selbst noch nicht gefahren. Und der Flugzeugträger, den, da habe ich eine Runde schon, bin ich schon eine Runde mit geflogen. Auch sehr schön mit der Uhr. Der ist sehr stressig, weil die Flugzeuge dürfen nicht in den Nebel. Ich glaube, die sind kaputt gegangen bei mir. Und das war sowieso ganz stressig. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt seht ihr, wie ihr spielen müsst, um 5 Sterne zu bekommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar oder ein Like oder sogar ein Abo hinterlassen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.